Jo Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Wir haben uns einfach mal gedacht, also Cheng und ich, wir nehmen euch mal einmal kurz hier mit zu unserer Trainingseinheit, weil das ja viele von euch interessiert hat, wie und ob wir überhaupt trainieren. Und zu der ersten Frage, ja, wir tun's ungefähr dreimal die Woche. Ich versuche gerade so viel wie möglich zu schneiden und so, damit die Musik hier nicht hier GEMA-mäßig und so bla bla. Cheng ist schon guter Marsch. Wir mussten so mitten ins Training jetzt einsteigen, weil hier sind einfach immer noch so viele Leute. Ich dachte, wir gehen hier so um 11 Uhr hin und hier ist kein Arsch. Und guck, es ist einfach voll. Das hasse ich hier. Ne? Also das finde ich richtig kacke. Ja, lass einfach eigenes Fitnessstudio aufmachen. Ihr würdet bestimmt kommen. Das ist ja geil. So ein, krass. So ein noch YouTube, mehr Leute. So ein YouTube-Fitnessstudio. Ja, das wäre echt nice. Wir trainieren heute Rücken und Trizeps, Mizeps. Ja, wir sitzen hier, ich weiß gar nicht mal, erklärt man da diese Geräte oder was macht man da? Fitness. Aber wir sind eigentlich gut dabei, die letzten zwei Wochen. Guckt euch das mal an hier mit diesem Tattoo-Arm. Bringt so gar nichts. Komm, wir halten mal unsere beiden Bizeps. Die Leute gucken alle so, was für ein Lauch. Ey, wir sind mit Abstand die dünnsten hier. Die dümmsten oder die dünnsten? Die dünnsten. Beides. Beides, ja. Heute ist der Rücken dran mit Trizeps und hier bilateral. Das macht keinen Sinn, die Süße. Ah, jetzt Fresse halten, loslegen. Er zieht sich einfach nur. Er hat keinen Bock, seine Trizeps zu anziehen. Warst du hier vorher dran an der Übung? Das ist ja kein Gewicht. Ja, aber mach mal richtig langsam. Es ist voll. Guck mal hier mit gegenhalten. Lass mal los, wie spät, ne? Der ist wirklich viel zu lang. Guck mal, ob hier irgendwas passiert. Görki! Görki! Hey, da im Fernsehen war Görki! Überlaut. Der ganze Laden guckt hier so. Jetzt soll alles Görki! Leute, viel Wasser trinken ist auch immer wichtig. Hier ist meine Flasche, hier ist Jack. Richtiger Arni. Es kommt schon gut, ja. Leute, manchmal schreien die Leute hier so einfach rum. Ich weiß auch nicht, was so. Ui, ui, ui. War ein bisschen laut, der Löw. Was passiert? Ich muss ja meine Inbrunst ein bisschen freigeben. Das Ding ist, ich glaube, irgendwann kriegen wir halt hier mal wirklich Derbs aufs Maul. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, diese ganzen Schränke hier, aber das sind echt die Oberlaus. Es ist hier wirklich ein gefährliches Pflaster. Aber jetzt wird erstmal ordentlich durchgepumpt, alle. Da hinten wird gepostet. Hier, das ist all natural. Leute, nimmt niemals irgendwelche solche scheiß Drogen oder so, damit irgendwie die Muskeln größer werden oder so. Das kann man alles natural erreichen. Wir sind all natural. Leute, ich habe gerade erfahren, hier darf man gar nicht filmen, aber ich tue es jetzt gerade trotzdem. Hui. Aber ein bisschen undercover. Ich weiß ja nicht, ihr könnt ja mal auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch trainiert, wo ihr trainieren geht oder was ihr überhaupt für einen Sport macht. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich muss ja jetzt immer die ganze Zeit so ein bisschen aufpassen. Der Rücken ist jetzt noch weiter dran, hier mit dem Rückenstrecker. Die Übung finde ich richtig scheiße. Cheng findet die geil. Okay, der Typ ist da. Ich muss Kamera wegmachen. So Leute, wir werden die ganze Zeit hier von diesem Chef hier beobachtet. Er schickt uns gleich, glaube ich, raus wegen der Kamera. Aber ich würde jetzt sagen, wir ziehen jetzt eben kurz das Training zu Ende durch und dann reden wir uns gleich nochmal. Ne? Also, da kommt schon. Leute, ich dachte früher immer, diese Wände, die sind wirklich aus Stein. Aber es ist Fake. Fake-Scheiße. Clickbait im Fitnessstudio. Ups. Okay, das dazu. Hier laufen einfach so viele Leute. Ach ja, scheiße, er darf uns ja nicht sehen. Wir melden uns. Boah, der hat richtige Schiss. Boah, so ein richtiger Knofi-Schiss. So Leute, wir sind jetzt hier wieder zu Hause angekommen. Endlich mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen ohne Musik. Ist das alles ein bisschen chilliger, aber das Training lief gut. Das Training läuft auch ganz gut. In den letzten zwei Wochen, Cheng steht gerade am Herd und kocht für uns alle. Deswegen ich... Das wirst du ab sofort nie wiedersehen. Cheng kocht nämlich nie. Ne, Leute, ihr könnt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare ein paar Fragen oder sowas schreiben, weil ich beantworte die dann einfach oder wir zusammen. Alles rund ums Training, fit bleiben, alles. Also schon 11:55, aber wir ziehen uns jetzt noch einen kleinen Eiweißshake rein und dann geht's für uns auch nachher ins Bettchen. Übrigens, wir trainieren jetzt gleich noch unseren bilateralen Po-Zeps. Cheng, mach mal einmal vor. Warte, ich brauche Gewicht. Also der wichtigste Muskel ist halt einfach der bilaterale Po-Zeps, weil das ist schon gut gemacht so. Ja. So, man steckt sich irgendwas Langes. Hä, hey, das ist ja mein Make-up. Ja, da gehört es auch hin. Und dann müsst ihr euch so beugen. Wollte ich ja noch benutzen. Los, hier so rechts, links in den Arschbacken.
Nein! Ist ja nicht annähernd dran, Mann, hier. Nee, Leute, auf jeden Fall, wir trainieren auf jeden Fall weiter. Wir sehen uns weiter im nächsten Video und bis dahin. Alter, das ist der größte Scheiß, den ich jemals gehört habe. Jetzt habe ich hier diese Po-Flasche hier stehen. Bis morgen. Ist aber eine gute Portion, nur für Wayne interessiert. Lecker!